sleigh. Mix and mingle and a jingle and beat. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dead Rising 4. Ja, wir haben einen Geheimgang gefunden. Da liegt etwas... Fahrschlüssel. Ich wette, damit komme ich auf dem Gelände überall rein. Ja. Was ist das für eine Musik, was hier läuft? Oh. Kylie Hammond wegen Hochverrat zum Tode verurteilt. Heilige Scheiße! Des Wahnsinns fette Beute. Was zur... Das habe ich doch schon mal gesehen. Haben diese Plündererspinner getragen. Nimm die maskierten Jungs und triff mich bei Kipex. Maskierte Jungs? Verdammt, das nenne ich einen skrupellosen Milchbauern. Brad, Tom wird Hammond hinrichten. Er bringt sie zur Kipex Zementfabrik in North Peak. Bist du da in der Nähe? Ich würde es nicht schaffen, Frank. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Zivilisten vom ZVK evakuiert werden. Verdammt, dann bin ich allein. Heute bist du hier. Wo war denn hier die Garage, sag mal? Ich will da eben reingehen. Die Hinrichtung kann warten. Ja. Ein Scheißheld in einer Scheißkleinstadt. Ich glaube, die war... Ja, genau. Ja, jetzt kommen wir auch überall rein hier. Hallöchen, deine was Herren, haben wir denn da? Oh, Spaghetti-Loop. Sollte kein Problem sein. Boah. Zombie-Drescher. Existiert wirklich. Kannst sofort weiter quasseln. Ich muss mal eben gucken, dass ich hier... Ah, man hört noch was. Ich hab das Chaos genutzt und bin auch dort rein. Überall Knochen und Kabel. Und es roch nach Cola. Vielleicht hätte ich Fontana bei der Jagd auf ihn helfen sollen. Erst dieses Pack und jetzt das. Frank wird jede Menge Aufmerksamkeit von den Medien bekommen. Das hier ist ein Schlachtfeld. Hi, die Musik, die passt ja richtig. Hallöchen. Wams. Ach Gott. Dass der sich nicht im Radkasten verfangen hat, wundert nicht. So, wo muss ich denn hier lang? Zementfabrik ist da, gut. Ja, das war ich. Sorry. Ist nur eine Schramme. Da schert sich jetzt eh keiner mehr drum. Das Näschen. Ja, ich habe mir letztens so einen schönen Nasenhaartrimmer geholt. Seitdem juckt mir die Nase. Ich denke mal, das war keine so gute Idee. Tropfen tut's auch. Aber die Haare sind weg. Erwachen oder sterben! Platsch! Ruckzuck ist die Arschbacke dick. Nur werd mal nicht frech hier. Eben Munition auffüllen, dann können wir auch direkt weiter hier. Oh, der Ballermann. Ey. Schieß dir alle Gelenke ab, wenn du ja frech wirst. Ich könnte mir eigentlich mal so ein Laserschwert bauen. So, dann wollen wir doch mal. Kontrollpunkt erreicht. Ja. So muss das.
So, über 9000 haben wir durch. Wir gehen jetzt auf die 10.000 zu. Ja, direkt in den Grill. Wumms. Da muss doch langsam mal irgendwo die Zementfabrik kommen, wa? Ja, mein Auto macht's auch nicht mehr lange, deswegen. Jetzt gucken wir erstmal hier. Niaum! Sind wir nicht alle Menschen? Ah! Menschen, nein, die alles tun, nein, und unsere Art, nein, verteidigen! Oh, 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 jetzt habe ich... Ach du Scheiße! Wir opfern uns selbst zum Wohle der Gruppe. Und wer dazu nicht bereit ist, ist nicht besser als ein Zombie. Heute halten wir Gericht über eine einstige Verbündete, die mich in ihrer Verblendung vernichten wollte. Wie komme ich hier hoch? Aus den Ruinen der alten Welt sind wir auferstanden, um unsere neue Gesellschaft zu gründen. Fuck. Wir begründen nicht nur eine neue Welt. Darum muss ich hoch. Sondern eine neue Weltordnung. Du liebe Scheiße. Gesund hört sich das jetzt nicht an. Ach, Scheiße. Scheiße. Ich muss hier weg! Kurze Kurven ziehen. Oh Gott! Wir müssen uns vor unseren Feinden schützen. Auch wenn sie einstmals unsere Freunde waren. Ja! Ja, das kommt genau richtig. Jetzt gibt's einen auf die Glocke, mein Freund. Ihr seid echt die schlimmsten Zombies! Kleine Hitler-Zombies! Guck dir das an! Da liegt was. Geht mir aus dem Weg. Wumms. Wer uns hintergeht, wird vernichtet und im Höllenfeuer preisgegeben. Wollen die Alte anzünden? Hallo, Schmerzen! Und diese Verräterin hier muss bestraft werden. Aber das tun wir nicht aus Hass, sondern... Jetzt kommt noch mal ein Bosskampf. Herrlich. Kylie, Jane Hammond. Tom, nein! Oh, es gibt eine Axt im Nacken. Verschwörung gegen deinen Herrn. Schau mich an! Dem Diebstahl seines rechtmäßigen Besitzes. Und versuchten Mordes! Du willst ein Anführer sein? Du bist doch nur ein Irrer! Was zum... Ich verurteile dich hiermit zum Tod. Nach den hier gültigen Gesetzen. Trottel! Durch Enthauptung! Miststück! Hey! Hier drüben! Verräter! Oh oh. Na, dann wollen wir doch mal. Ja, das sieht mal nach einer Boss-Arena aus. Jetzt gibt's einen auf die Glocke, mein Freund. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht. Sie wollte nur Menschen beschützen, du Soziopath! Guck mich an, wo bist du? Ich leuchte dir ein, mein Freund.
ich hab dich getroffen, mein Freund. Scheiße! Die Knarre ist so geil. Was bist du denn hier? Das ist ein Cut, dass du dir in die Hose scheißt. Boah, richtigen Revolver hat die Alte dabei gehabt. Das ist Shepard, wa? Oh nein, nein, nein! Jetzt haben wir dich. Boom. Geht doch. Warte, warte, Kylie, warte! Moment, ich wollte euch nur beschützen. Ihr seid meine Leute. Ihr braucht meinen Schutz. Das nennst du also beschützen? Ihr versteht das nicht. Ich treffe Entscheidungen wie ein Vater für seine Kinder. Manchmal... Fein. Süß und saftig. Wie jetzt? Das machen alle so. Das richte ich hin. Jetzt muss ich nur noch diesen Zombie-Soldaten töten und damit ist wieder alles in bester Ordnung. Wen töten? Diesen Zombie in seinem Exosuit und... Ach, schon gut. Ich muss ein Loch in die Kanalisation sprengen. Aha. Aber wir können Ihnen helfen. Jordan wird... Hey! Entschuldigung. Also, aha. Aber wir können Ihnen helfen. Jordan wird da unten auf Sie warten. Danke, Hammond. Sie sind ein Schatz. Na, geht doch. Ich dachte schon, Sie wären tot. Haben Sie neuerdings Flügel? Nein, aber einen Enterhaken. Oh, Mann, echt? Ah, guck mal, jetzt geht der Fahrstuhl. Ich bin beeindruckt. Erstaunlich, wie schnell so ein Ding runterfährt. Bam. Boom, Baby. Da baut sich Druck auf. Ach du Scheiße, was habe ich mir jetzt hier auf den Ausgang ausgesucht? Leute helfen mir da rein zu. Siehst du, das kommt davon, wenn man mal nicht das Arschloch spielt. Du wüsstest, was ich dir gerade zeige. Ja, so langsam müsste ich hier mal wegkommen. Oh Gott, wie soll ich denn hier rauskommen? Scheiße, ich hab nichts mehr zum Regenerieren. Hier gibt's keinen Weg raus! Doch dann. Komplett falsch gelaufen. Ja, das hat gescheppert. Geh mir aus dem Weg. So, jetzt aber ganz schnell raus hier. Ich brauche eine Verschnaufpause, ich kann nicht mehr. Ich muss mich jetzt irgendwo drauf retten. Brett. Geht doch, endlich raus hier. Hier sind genauso viele. Guck dir den Scheiß an. Ach, hier war ich doch schon mal. Nur war da mehr los. Mal gucken, ob es da oben was zu schnacken gibt. Da. Oh, Banane im Pyjama. Geil. Die
Wir fressen jetzt Bananen. Ui. Ui. Nur nichts dabei, was ich brauche. Sonderanfertigung, Frank. Oh, Sprengstoffe. Klingt für mich selbst komisch, Frank. Aber es war mir eine Ehre. Wie jetzt? Das war's? Du kommst nicht mit? Ein Zombie in einem Exosuit ist einfach zu viel für mich. Finde seinen schwachen Punkt mit der Kamera. Mit der Kamera, ja herrlich. Ja, das also, kann was Fred, werden. Ich bin soweit. Ich mache jetzt Jagd auf Calder. Nehme ihm die Festplatte an. Okay, die Helikopter sind im Anflug. Und ich habe noch eine Nachricht für dich. Hey Frank, jemand hat sich das hier angehört. Ich denke, du warst das. Wenn du also meine Leiche findest, dann tu mir den Gefallen. Und piss zumindest nicht drauf. Ich glaub's nicht. Weg. Ich kann sie über Funk kontaktieren. Was soll das bringen? Der Punkt ist, für Regierungsleute wie mich gibt es nichts Gefährlicheres als einen hartnäckigen Journalisten, der es auf mich abgesehen hat. Und wenn sich dann noch zwei zusammentun, gute Nacht. Zusammentun ist passé. Wir werden sehen. Spar besser die Munition. Nimm das Thailänder-Schwert, dann passt das. So, tauschen wir mal aus. So, jetzt aber. Oder auch nicht. Lasst mich doch mal in Ruhe. Ist doch nicht so schwer. Durchfletschen. Splitterschuss. Cool, dass die Sachen respawnen. Hätte ich nicht gedacht. Wow! Ich habe immer noch den Hammer vor dem Umfang. Das ist echt eine Bombenwaffe. Kann man nichts gegen sagen. Bis hier mal einen Zombie gefunden hast, ist Weihnachten. Und Ostern auf einen Tag. Na klasse. Kann mir was basteln. Also, Bomben, wo wollt ihr am liebsten explodieren? LMG, tausch mal was dagegen aus. Hier, wo das fette Vieh vorhin war. Kann ich hier durch? Nee. Wenn ich da was platzieren könnte, wäre das gar nicht mal so schlecht. Hier geht gar nichts. Ach so, Schwachstelle. Hallöchen. Bingo. Und es hat Bumm gemacht. Wenn Calder das nicht gehört hat, dann ist er nicht nur hässlich, sondern auch taub. Ist mir ein bisschen zu ruhig hier, wenn man das so sagt. Von all meinen schlechten Ideen ist das hier definitiv die mit Abstand schlechteste. Uhu. Werde ich besser im Auge behalten. Was haben wir denn da Schönes? Technikerschlüssel. Dann gibt es hier wahrscheinlich was zu holen. Zumindest sicher. Ach du Scheiße! Rennen sie mit ihren nackten Füßen über irgendwelche Bleche? Scheiße. Heilige Scheiße. Das ist wahrscheinlich... Heilige alte Scheiße. Jetzt gucken wir mal eben hier. Die Kamera lassen wir mal besser an. Ich weiß
Viel gibt's hier aber auch nicht gerade. Gut, gehen wir wieder zurück. Ja, der Call da, den mag der wahrscheinlich nicht, die Leute hier. Aber okay. Von wo kam ich jetzt überhaupt? Ich glaube, ich muss hier lang, genau. Oder kam ich von hier? Nee, hier war der Abgerissene, der lag hier auf dem Boden. Das heißt, ich muss hier lang. Oh oh. Schieß ihn platt! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Der läuft noch weiter! Oh oh. Geht doch. Fleischbrocken. Ich könnte mir mal so eine Bombe basteln. Machen wir mal. Sprengfleisch. Da gehen die Zombies richtig steil drauf. Noch mal einen kleinen Nebenraum. Gucken wir auch mal nach. Na, klasse. Wow! Hallo. Dieser Corder. Ein loyaler Soldat wird zum Zombie. Und dann machen seine Kameraden und Freunde Jagd auf ihn. Als wäre er ein tollwütiger Hund. Sie wollte das nicht. In Fontanas Aufzeichnung stand, dass sie ihn wenig... Scheiße, ist das dunkel hier. Ich kann meinen eigenen Sack nicht sehen. Oh Mann. Schlafen die etwa? Frank, was ist da los? Bist du noch da? Schnauze, wie schalte ich dieses Ding aus? Frank, pass auf, die Evakuierung läuft an. Es gibt Neuigkeiten. Nein, scheiß auf die Neuigkeiten! Verdammt nochmal! Schlafen die? Dann kann ich mich durchschleichen mit etwas Glück. Wenn das nicht hinhaut, darf ich rennen bis zum geht nicht mehr. So, meine Freunde, leider endet unsere Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Dead Rising 4. Scheiße, es macht geworden. Es bleibt spannend. Bis die Tage.